Ihr dürft. Ja, die muss ja mehr, dass sie Kopf nicht mehr. Nein, nein, das ist auch ruhig, dass sie gegenseitig in den letzten beißen können. Das ist halt wichtiger. Und da bluten sie auch schon mal. Also, wir haben deine Schwester, die haben dann auch die Jahre geblutet. Aber so Beine und Ohren und. Ja, vor allem ist es anerzogen. Ist Heinzi! Heinzi! Da war. Ah, Maja! Schluss! Heute. Schluss! Schlusspause! Beide! Beide Pause! Wilma sitzt! Sitz! Nein, weil er einen Kopf drin hat, ja. Sitz! Und so ein Bienchen. Eins, nein! Auch Sitz! So! Du darfst! Lu, geh mal weg! Schön ist hier. Los und haben Platz gemacht. Boah, ganz gut. Ich sag auch, wir machen jetzt Platz für die Nachbarn. Guck mal, der will spielen. Ja, die wollen beide spielen. Lass Heinz endlich mal beschäftigt. Wir müssen auch mal einen Hund mitbringen. Oh mein Gott, ich hätte Angst, dass der den freut. Ja, ja, wir sind ja auch gerade noch ein bisschen am Übschluss. Lass ihn los, lass ihn ruhig los. Der hat das begriffen jetzt. Wilma? Wilma? Kann ich dir sagen, die biegt bestimmt gleich ab und zum Heinz hin. Sitz, sitz. Guck nochmal schnell in deinen Garten. Da gibt's gerade nicht zu gucken. Lass sie mal ruhig los. Mal sehen, was noch. Fein machst du das, Heinz. Die spielen so, die sind Bulldoggen. Da wird sie quietschen, wenn es ihr zu doll ist. Was ist das jetzt für eine Kuschelnummer? Feine Maus, prima. Nicht so dolle. Vorsicht, Heinz. Du bist noch ein Baby. Vorsichtig. Schluss! Wilma auch Schluss! Ich muss sie aber auch ganz schön mal dir fallen lassen. Da müsst ihr aber echt den Dulding da jetzt, ja. Gesicht massieren! Ins Ohr! Fein, ganz prima. Fein. Hier ist da immer noch Heinz, die Fliege. Ja, die schwingt immer um ihn rum. Der scheint irgendwie so ein passendes Aroma da zu haben. Und auch Blinkeln. Ich bin nicht da, wenn der Heinz da auch einen Blinkeln hat. Thank you.